Hier ist Taunus TV. Donnerstag. Gesundheit, Trend und Lifestyle. Hallo und herzlich willkommen zu Taunus TV, heute am 20. Dezember. Auch dieses Jahr stellen wir uns wieder die Frage, was kommt an Weihnachten auf den Tisch? Eine leckere Gans oder doch lieber Frankfurter Würstchen mit Kartoffelsalat? Also ich würde beides nehmen. Doch schnell darauf kommt der erste Schock, nämlich dann, wenn man sich auf die Waage stellt und die Zeiger komplett überdrehen. Abspecken ist angesagt. Darüber brauchen sich die Mädels im folgenden Beitrag keine Gedanken zu machen. BIOSLIFE hat das Werbegesicht 2013 gesucht und wir waren für euch dabei. Herzlich willkommen bei Wiesbaden TV. Mein Name ist Ann-Kathrin Thiel und wir befinden uns heute im Penta Hotel in Wiesbaden. Zusammen mit Unicity für das Produkt BIOSLIFE Slim suchen wir das Gesicht für die Werbekampagne 2013. Viele wunderschöne Mädels haben sich heute hier zusammengefunden und was diese heute erwartet, das schaue ich mir mal an. Ich habe mich jetzt einfach mal unter die Mädels gemischt und werde diese jetzt mal ganz privat beschnuppern, mal gucken, was sie mir dann alles offenbaren werden. Was waren denn so eure Beweggründe? Ja, ich habe das bei Facebook gesehen, bei, ja, nur, wie heißt das? Ich weiß, ja, Entschuldigung, ich kann mir keine Namen merken. Von Jan halt, die Fanseite. Und ja, und dachte, ja, okay, bewerbst du dich einfach mal. Und mal schauen, was passiert, ja. Ja, und jetzt sitzt du hier. Jan, du meinst den Fotografen, der euch heute auch noch shooten wird, damit ihr die ersten Eindrücke habt. Wer von euch hat denn vielleicht schon mal gemodelt und welche Erfahrungen habt ihr vielleicht im Modelbereich gemacht? Also ich habe schon ein paar Mal gemodelt, aber ich mache das erst seit einem Dreivierteljahr. Und ja, so ein paar kleinere Shootings waren dabei. Also jetzt nicht so die Riesensachen, aber so kleinere Sachen und macht Spaß. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Es macht dir Spaß und du hast Spaß daran, das ist super. Was versprecht ihr euch denn davon, was vielleicht jetzt rauskommen wird? Ihr kommt vielleicht in die zweite Runde, dann gibt es noch ein Endcasting, soweit ich informiert worden bin. Was sind denn eure Ziele? Natürlich will jeder gewinnen, aber was versprecht ihr euch denn davon? Also ich möchte einfach jetzt hier nur ein bisschen Spaß haben und ja, halt vielleicht ein paar neue Leute kennenlernen, das wäre auch ganz schön und ansonsten halt... Jeder möchte gewinnen natürlich, aber mir geht es auf jeden Fall um den Spaß und hier alles. Ja, ihr harmoniert auch alle schon recht gut miteinander, so als würdet ihr euch schon länger kennen, teilweise vielleicht, ja? Okay, gut. Dann wünsche ich euch allen ganz viel Erfolg. An erster Stelle natürlich viel, viel Spaß heute. Sammelt Eindrücke, nehmt mit, was ihr könnt und toi, toi, toi. Sehr schön, super, super, ja, toll, klasse. Die Castings sind durch, die Models sind nach Hause gegangen und wir haben uns nochmal zusammengesetzt, um den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen. Jean-Noir, du hast heute die Fotos gemacht, hattest jedes Mädchen einzeln vor der Kamera. Welchen Eindruck hattest du? Ja, war ein toller Tag, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Großes Lob ans Team. Wir hatten sehr viel Persönlichkeit da, viel, viel, viel Natürlichkeit. Wir haben definitiv auf das umsetzen können, so wie wir es auch wirklich geplant hatten. Die Einzelfotos gab es bei dir. Kerim, du hast Einzelinterviews geführt, die Mädchen besser kennengelernt und auch schon erste Fotos gesehen. Wie ist dein Feedback? Die Fotos finde ich richtig klasse. Ich bin wirklich total beeindruckt von der Arbeit, die Jean mit seinem Team gemacht hat. Ich denke, er hat wirklich das Maximum rausgeholt aus den Fotos. Auch die Gespräche mit den Mädels waren klasse, sind tolle Persönlichkeiten mit dabei. Die Menschlichkeit kam super rüber. Gerade bei einer langfristigen Zusammenarbeit für das Jahr 2013, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und alles in allem war das Casting ein Riesenerfolg. Du sprichst die Langfristigkeit an, das macht dann Peter mit dem Werbespot. Was muss die Gewinnerin für dich denn mitbringen? Ein frisches, unverbrauchtes, authentisches Gesicht. Es findet ja noch ein zweites Casting statt, auf das ich sehr gespannt bin und freue mich auf die Gewinnerin. Da freuen wir uns doch alle drauf. Und das war's auf dem Penta Hotel in Wiesbaden. Eure Ann-Kathrin Thiel, Wiesbaden TV, deine Stadt, dein Sender. Wow, da waren jetzt aber einige hübsche Gesichter dabei. Wir bleiben auf alle Fälle an der Geschichte dran. Nun kommen wir zu unserem Taunus TV Adventskalender. Wir hatten gestern und heute Besuch im Studio und konnten die ersten Preise übergeben.
Neben mir steht der Gewinner des 17. Adventskalendertürchen, Jens Reinemar. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, du gewinnst eine richtig geile E-Gitarre, dazu auch noch einen coolen Verstärker und noch eine Gitarrentasche. Aber eine Frage habe ich noch. Kannst du eigentlich Gitarre spielen? Bis jetzt noch nicht. Mal schauen, was in Zukunft ich mir selbst beibringe. Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Taunus TV. Taunus ganz nah. Nun kommen wir zum gestrigen Adventskalender-Gewinner. Ich zieh mal. Zu gewinnen gab es Schlittschuhe und eine Saisonkarte für die Eislaufbahn. Und wir haben eine Gewinnerin, Tanja S. Ickstadt aus Kriftel. Herzlichen Glückwunsch. Und was es heute zu gewinnen gibt, das gucken wir uns jetzt mal an. Der Taunus TV Adventskalender. Hinter dem heutigen Adventskalender-Türchen verbirgt sich ein exklusives 30-tägiges Vitalitätsprogramm von BIOSLIFE. Zur Verfügung gestellt von unicityshop.eu. Das heutige Lösungswort lautet Vitalität. Einsendung des Lösungswortes per Mail an redaktion@hessen-tv.eu. Auf Facebook liken, teilen und das Lösungswort in das Kommentarfeld schreiben. Teilnahme ab 18, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gesundheit und Vitalität auf natürliche Weise. BIOSLIFE Slim. Das war's dann für heute. Schalten Sie doch morgen wieder ein. Ihr Daniel Stanitsch. Taunus TV, Taunus ganz nah. Taunus ganz nah. In Kürze täglich.